Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mountain Blade Robin. Ja, für euch ist es wahrscheinlich ziemlich direkt nach der letzten Folge. Für mich gab es eine schöne lange Stauzeit. Ich habe da erstmal längere Zeit nicht reingeblickt. Ich weiß also gerade gar nicht mehr ganz genau, wo wir waren. Müsst ihr entschuldigen. Ja, Real Life geht auch manchmal vor. Okay, wir haben noch drei gegnerische Königreiche in Anführungszeichen. Zwei davon haben sich schon gegen uns verschworen, nämlich Rodok und Sultanat. Ich erinnere mich wieder. Unsere Charaktereigenschaften. Wir haben ein Ansehen von 1200, Ehrenwert von 300 und Recht auf Regierung haben wir von 97. Also ordentlich. Zumindest was das angeht, sind wir gar nicht so schlecht. Ja. Immer wenn wir Leuten Bürgen zugestehen, wechseln die Seite. Immer wenn wir Leuten Städte zugestehen, ich glaube, die hatten wir auch schon gehabt, wechseln sie die Seite. Das müssen wir unterbinden, beziehungsweise da müssen wir später mal wirklich entgegenwirken. Wichtig ist, dass wir unsere Gruppe, die wir bis jetzt zusammengerauft haben, ich glaube, das sieht ordentlich aus, gegen den Feind richten. Und ich tendiere dazu, mich mit dem Feind hier zuerst zu balgen, bevor ich mir das kleine Dorf hier nehme, also die Burg und die Dörfer hier nehme. Klingt vernünftig, die Frage ist, wie gut sind wir ausgerüstet? Also, ja, das gibt noch einige zu befördern, wie ich sehe. Bauernfrau, also wir haben jüngst erst Soldaten dazugekriegt. Hei, hei und jai. Das sieht ein bisschen kritischer aus, als ich es eigentlich in Erinnerung hatte. Na gut, macht dir nichts. Das können wir alles regeln. Wir müssen ja nicht selber kämpfen. Oder wir müssen auch nicht immer nur unsere Leute in den Kampf schicken. Wir haben hier noch ein paar Leute, die uns folgen. Sollte also mit den Burschen möglich sein, den Feind zumindest in die Schranken zu weisen. Wir haben hier ein paar 60, hier nochmal über 100. Schöne Zahlen. So, hier werden noch ein paar Seeräuber vermöbelt. Ein paar verirrte Sultanate. Na, da schauen wir doch mal vorbei. Hallo Emir. Ach nee. Entschuldigung, der heißt Iria. Hallo Iria. Und ist Emir. Kann uns nicht leiden. Ich ersuche aber keinen Frieden mit euch. Ich möchte euch den Garaus machen. Ja, ich glaube, zahlenmäßige Überlegenheit haben wir. Bei solchen Zahlensitzen reicht es aus, den Feind in Grund und Boden zu rammen, niederzureiten bzw. zu schießen. Bis die Infanterie, glaube ich. Oh, das war aber ein sehr naher Angriff. Wir haben uns kaum bewegt. Und schon sind wir im feindlichen Bereich. Wie kamen die denn so schnell hierher? Andererseits muss man sagen, er hat auch mehr oder weniger hauptsächlich Rekruten dabei. Und, naja, untere Ränge. Von daher sollte das alles kein Problem sein. Die wenigsten von denen können uns Schaden machen und die es können, naja, die machen nicht so viel. Okay, dich. Du wirst mir. Der letzte Schlag für die Königin, wie es sich gehört. Naja, eigentlich nicht. Wir sind Königin, wir bräuchten eigentlich nicht mehr zuzuschlagen. Aber wir wollen den Soldaten ein gutes Vorbild sein. Wir nehmen hier noch einen Gefangenen mit. Hier können wir noch ein paar Leute ausbilden. Das ist sehr schön. Sollten wir auch nicht vergessen. Immer mal reinblicken. Ja, nee. Hier habe ich mir schon was dabei gedacht, dass ich hier alles voll mit Essen stopfe, weil Belagerungen können lang gehen. So, er hat sich anders entschieden. Er möchte nicht mehr mit uns kämpfen. Ja, Dörfer überfallen, das können sie. Diese Unholde und Schlingel. Das ist etwas, was mir ganz gut gefällt, wenn wir den Feind tatsächlich tatsächlich in die Burg hier einsperren und da hinten uns die Stadt uns der Stadt annehmen. Was mir aber ebenfalls gefällt, ist, wenn die Narren sich uns entgegenwerfen.
mit den paar, ja, ich nenne es mal Figuren, aber mit den paar Kriegern, die sie haben. Und hier können wir wiederum den Feind in Grund und Boden rammen, ohne dass wir uns groß anstrengen müssen. Abgedrängt von den eigenen Soldaten. Und bis wir bei der Stadt sind, sind auch unsere Leute soweit. Ich hab getroffen. Das passiert mir auch nicht jedes Mal, das wisst ihr. Bis wir soweit sind, bis zur Stadt gekommen sind, sind unsere Leute auch mehr oder weniger wieder ausgeheilt. Dann kommt eine kleine Belagerung. Ich hoffe, es geht mit Leitern. Dann kann ich viele kleine Belagerungen machen, immer wieder mit Erfolg. Und niedergeritten und jetzt, ja, Todesschlag. Sehr schön. Und wir haben gute Soldaten dabei. Nicht alle, ein paar sind halt eben noch Rekruten und entsprechendes. Aber wir haben noch wirklich schon ziemlich viele gute Soldaten dabei. Das habe ich ganz vergessen, dass wir schon so weit fortgeschritten waren. Männer, ich bin stolz auf euch. Und auch die Frauen natürlich auch. Wir haben ja, glaube ich, eine paar Bauernfrauen mit dabei. Ja, du darfst nach Hause. Ihr wisst ja, grundsätzlich schicke ich die Leute nach Hause. Ich brauche die Gefangenen nicht. Ich habe ja genug normale Gefangene. Damit kann ich voll und ganz leben. Ich glaube, da habe ich mich jetzt verklickt. Ich hätte eigentlich das Fußvolk nehmen sollen. Selber schuld. Ja, ne? Also ihr wisst schon, sowas nehme ich gar nicht erst mit. Würdet ihr wahrscheinlich auch nicht mehr. Nicht zu der Zeit, wo euer Geld, eure Geldbörse übervoll ist. Der Zeitaufwand, das Zeug wegzutragen in der Stadt und zu verkaufen, ist, ja, mehr als zu groß. Das wäre natürlich jetzt schön, wenn noch zwei, drei weitere Fürsten uns unterstützen kämen. Ja, und das da gefällt mir nicht. Das sind jetzt schon 200 normal in der Stadt und nochmal 100, also 300 Soldaten. Wir haben 500. Oder hatten 500. Naja, einer kommt nochmal zur Unterstützung, das ist schön. Bringt uns nicht so viel. Ja gut, das ist vielleicht die bessere Variante. Wir schnappen uns hier einfach nochmal einen von den Emiren. Weitere 50, na schön. Wir machen nochmal einen großen Kreis, vielleicht kommen noch ein oder zwei dazu. Also zu unseren, nicht zu dem Feind, weil die haben sich ja jetzt ordentlich aufgeplustert. Ne, kommt nichts mehr. Schnell mal befördern, wie wir befördern können. Danach gibt es nämlich gleich die nächste Beförderung. Die nehmen wir mit. Und dann müssen wir halt einfach mit dem kämpfen, was da ist. Trau dich. So, du reitest weg. Das war dein größter Fehler. So können wir den Feind etwas reduzieren. 50 Mann kamen rein, 100 Mann sind wieder raus. Ja, wir lassen natürlich alle Gefangenen immer für Geld frei. Uns geht's an den Ruhm, Ruf und so weiter. Was wieder einer, der uns hasst, das passt schon. Dann können wir ihm eins auf die Nase geben. Bei mir sind auch über 100 Leute weggegangen. Das ist nicht schön. 150 Mann, die sich einfach irgendwohin verkrümelt haben. Oder kamen sie der ganzen Rotte nicht hinterher? Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Ihr wisst, ich mag diese Nachtkämpfe nicht. Nicht, dass sie besonders viel schwieriger werden. Eigentlich ist es nur so, dass ich dann kaum was sehe.
Ich möchte mir aber auch die Stimmung der Nachtkämpfe nicht verderben, indem ich hier die Gammastrahlen hochknalle und dann entsprechend viel Licht reinbaue, weil ich dann alles klar erkennen kann. Ja, ich komme nicht durch. Aber unsere Leute machen das schon ziemlich gut. Ach, du bist ein Feind. Hey, hallo Feind. Bleib stehen. Okay, gut so. Was schon, auf wen schlägt denn einer meiner Leute? Was? Ja, das war keiner meiner Leute und er schlug auf mich. Aber bei der Rüstung ist es ziemlich, ziemlich egal. Wäre nicht egal, hätte ich einen höheren Schwierigkeitsgrad eingestellt. Muss ich dazu sagen, da geht sowas ganz schnell nach hinten los. Ja, als Gefangenen brauche ich dich nicht. Geh nach Hause und denk nach, was du getan hast. Den kriege ich nicht mehr, der ist zu schnell. Ja, die anderen kommen noch dazu. Also es hat sich nicht zu unseren Gunsten gewandelt. Sei es drum, versuchen wir einfach mal unser Glück. Und belagern die Stadt. Wir bereiten Leitern vor, das gefällt mir schon ganz gut. Mit Leitern kommen wir nämlich ordentlich voran. In 4 Stunden steht eine Leiter. Und die laufen wir dann natürlich hoch. Und unsere Leute freuen sich natürlich drüber, dass wir jetzt wieder Burgen angreifen und so weiter. Gut, natürlich bleiben wir mit an der Front. Wir schicken nicht unsere Soldaten rein, um zu sterben. Wir schicken nur Infanterie und Kavallerie rein. Abgesessene Kavallerie natürlich. Die Bogenschützen bleiben hier. Sehr schön. Das ist nett, der steht jetzt richtig. A, er blockiert mir nicht meine Sicht und B, er schützt mich mit seinem Schild. Der steht natürlich schlecht, der steht nicht genau da, wo ich hinschieße. Ah, super. Ganz clever von euch. Was? Boah, ging das schnell. Unsere Leute sind oben, haben die erste Welle niedergerungen. Der Feind bekommt Verstärkung. Also das ist ein ziemlich gutes Ergebnis. Das heißt, wir haben mit der ersten Truppe von uns haben wir den Feind oben schon so weit zugesetzt, dass er Verstärkung rufen musste. Das heißt, hier ist es ziemlich ausgeglichen, was den Kampf angeht. 1:1 sozusagen die Verlustzahl. Oh ja, das war schlecht. Und das ist eigentlich ganz gut. Normalerweise hat der Verteidiger so einer Burg immer einen Vorteil. Im Moment treffe ich nichts. Wie Sie sehen, treffe ich nichts. Na, wunderbar. Okay. War wieder ein kleiner glücklicher Treffer, der irgendwo jemanden im Hintergrund erschossen hatte. Nicht auf das, was ich eigentlich ziele. Ja, unsere Verstärkung rückt jetzt wieder an. Ein gelungener Schuss, da freue ich mich immer drüber. Na? Dann ticken wir darüber, dann will ich auch mal treffen.
So ist besser. Ich bin aber auch ganz froh, er hat relativ viele Schwache dabei. Das heißt, man kann also auch richtig Breschen schlagen, um nach oben durchzustromern. Muss mich da hinten mal drum kümmern. Kann das sein? Jungs, lass mich mal kurz durch. So, nur eins. Was? Nicht getroffen? Das ist schlecht. Ja, jetzt geht's nämlich los. Jetzt kommen die nämlich auf die Mauern gelaufen und schießen zurück. Das ist schon mal unangenehm. Geh mir aus dem Weg, danke. Warum meine Fernkämpfer nach oben trotteln? Nicht im Abbild, gesagt trotteln. Weil die haben da oben nichts verloren. Ich habe sie unten eingeteilt. Alle. Wow, sind die stabil. Und da hinten die Nerven. Schieß doch mal bitte auf die Bogenschützen. Und du... Ach. Da kommen die Würmer. Na endlich. Also meine Soldaten lassen sich immer ein bisschen mehr Zeit. So, dann schieße ich von hier aus den Feind erstmal auseinander. Damit auch vor allem die Fernschützen, die Fernkämpfer von denen ein bisschen aufhören, meine Truppen zu dezimieren. Das ist immer eine sehr... hilfreiche Geschichte. Wir haben aber echt hohe Verluste im Moment wieder. Der Feind hat sich jetzt doch gesammelt und ist stärker hier oben auf dem Hügel, also auf der Mauer, als unsere Leute. Das finde ich nicht gut. Wir müssen mal langsam durchkommen und hinten die Fernkämpfer ein bisschen reduzieren. Das geht nämlich so langsam aber sicher in die Truppenzahlen, wenn wir da ständig und ständig irgendwelche Leute verlieren. Oh, der ist mutig, der läuft runter. Au. Na? Und die haben sich schon was dabei gedacht, dass sie runterlaufen. Oh Mann, haben die schnell geschossen. Also, die im Hintergrund. Zwei so schnelle Treffer hintereinander hätte ich jetzt wirklich nicht erwartet. Und wir haben wieder abgeschnitten. Über 200 Mann verloren und über 200 Mann getötet. Plus unsere 40, die aus unseren eigenen Reihen Verlust waren. Nö. Nö. Das war nicht so schön. Lanzenreiter, das dürfte Scharfschütze werden. Eieieiei. So viele verschiedene Soldaten, aber keiner taugt was. Leider ist leider so. Fußsoldaten bräuchte ich wieder. Bauernfrau. Hier noch ein paar Nord.
Ach du meine Güte, 90 Soldaten nur noch. Ah, so funktioniert's nicht. Ich glaube, ich habe jetzt auch nicht mehr so viele Leute. Gut, lassen wir es. Wir haben zwar noch große Zahlen zum Teil dabei. Ja, jetzt kommst du. Jetzt ein bisschen spät. Ich weiß, was ich mache. Werde. Nee, wir werden sie jetzt noch nicht nach Hause schicken. Das wäre zu früh. Mit etwas Glück kann ich nämlich im Feindesland rekrutieren. Und wenn dem so ist, machen wir noch ein paar Kreise, plündern noch den einen oder anderen Lord von denen aus. Ja, wir können Freiwillige rekrutieren, das ist schon viel wert. Das Problem ist, meine Leute müssen erstmal alle ausheilen. Müssen ausheilen, die Wunden kurieren und so weiter, damit meine eigenen Leute zumindest kampffähig sind. Und die Neulinge und Rekruten dann auch noch befördert werden können zu ihrer entsprechenden Position. Ich glaube, das hat keinen Sinn, dann den ganzen Tross hier durch die Gegend zu führen. Tu mir mal bitte einen Gefallen, mein Freund. Und wir beenden den Feldzug. Sag den anderen mal bitte Bescheid. Danke. Na Mann. Ja, okay. Den schnappen wir uns. Reich. Reich hat. Der hat sich doch von uns losgesagt, der Reich. Der war mal bei uns. Bei 2,8, 2,6, wir sind langsamer als die. Nicht so gut. Vielleicht können wir noch ein paar aufwerten, dass wir dann einen Ticken schneller werden. Geflohen, hat sich erledigt. Na gut, ich versuche jetzt nochmal ein paar Soldaten zusammenzukriegen, dass ich wieder meine 150 Mann fast habe. Habe, jawohl. Tolles Deutsch, habe. Habe, meinte ich natürlich. Und sollte mir das gelingen, werde ich sie nochmal mit zwei, drei Kreisen ausbilden. So 2, 3, 4, 5 Tage. Und sobald sie denn ordentlich ausgebildet sind, werden wir das Ganze nochmal von vorne probieren. Holen uns Sargot, dann die Burgen rundherum. So dass wir im Norden nur noch die Nord stehen haben. Alle anderen ordentlich in die Schranken gewiesen haben. Nichts, nicht so schön. Ja. Einfach mal hinlaufen. Und sollten wir alle endlich in die Schranken gewiesen haben im Norden, bis auf die Nord natürlich. Die einzigen neutral gestimmten. Dann können wir uns dem Süden zuwenden, bis die Nord so verrückt sind, uns auch noch den Krieg zu erklären. Käse nehme ich mit, ja klar. Gute Nahrungsmittel nehme ich gerne mit. Ja, holen wir noch ein Korn mit. Davon habe ich zwar sehr viel, aber man weiß ja nie. Das kann ganz schnell gehen. Und schon steht man ohne Lebensmittel da. Vor allem, wenn die Truppen größer werden. Jetzt haben wir 111, das ist mal eine gesunde Zahl. Die Nord wollen am großen Krieg ja auch teilnehmen. Die haben sich, glaube ich, die Bodok als Gegner ausgesucht. Das heißt, die sind auch beschäftigt. Sind also auch nicht nur am Truppen sammeln. So, 10.000 Erfahrungspunkte für das gesamte Team. Das ist immer eine schöne Zahl, das freut mich immer, sowas zu sehen.
Dass aber immer nur einer ausgebildet wird von zweien, ist ärgerlich. Komm, Scharmützler, wir brauchen hier wahrscheinlich noch ein paar mehr Fernkämpfer. Aber die Nord werden alles immer Fußsoldaten. Da hätte ich ganz gerne Huskale draus gemacht. Huskale sind toll. Die sind, vor allem sind die super für Verteidigung von Städten. Es geht mal wieder um Streitigkeiten zwischen Nord und Sultanat um das Dörfchen Ab. Soll uns erstmal egal sein. Da haben wir nichts mit zu tun. Mit dem Dorf Ab. Ja. Machen wir den kleinen Kreis. Entschuldigung. So, wenn wir jetzt den kleinen Kreis fertig gemacht haben, werden wir nach unten, nach Süden, in das ehemalige Reich der Swadne runterreisen. Ich bräuchte noch ein paar Armbrustschützen. Sollte meine Munition mal alle sein, habe ich gern noch den ein oder anderen Armbrustschützen, der leider dann auch gefallen ist. Aber zumindest kann ich nützlicherweise seine Munition einsammeln. Und bei Belagerungen den Feind noch ein bisschen mehr eindecken. Yam, 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 Käse. Ich mag Käse. Käse ist gut. Trauben. Also ich habe echt ein glückliches Volk, glaube ich. Denen geht es richtig gut. Die haben immer gut zu essen. Immer viel Leckereien. Und Raven müsste ich mir vielleicht irgendwann mal aneignen. Aber kommt alles. Wir werden aus dem Norden herunter angreifen. Das heißt, wir werden wirklich zuerst hier den Norden sichern. Die Gebiete, in denen sich die Rodok und die Sultanate entwickelt haben. Und wenn wir das fertig haben, jetzt konnte ich sehen. Sehr schön. Wenn wir das fertig haben, kann meinetwegen hier unten noch ein bisschen was sein. Wenn sich nämlich dann das, die Nord uns entgegenstellen sollten, dann können wir nämlich hier die Nord gänzlich einmal bekämpfen, hier auf dem Block, dann haben wir sie nur noch in der Ecke. Und das ist eigentlich gar nicht so verkehrt. So, hierüber, da haben wir eigene Leute, die wir ausbilden können. Wenn wir dafür einmal quer durchs feindliche Land reiten müssen, machen wir das gerne. Wenn man bedenkt, wie stark wir hier eigentlich schon sind. So, 9000 weitere Erfahrungspunkte. Alle sind wieder da, fit und können ausbilden. Das sollte eigentlich so langsam etwas schneller gehen. Mit unseren Soldaten, die ausgebildet werden und so weiter. Vielleicht müsste ich mir einfach noch den ein oder anderen Offizier dazu holen. Aber ich habe eigentlich keine Lust, noch einen Offizier zu verwalten, wisst ihr? Den muss man erstmal einsammeln, den muss man entsprechend schulen, den muss man entsprechend ausrüsten. Alles an sich kein Problem, es ist mir nur, das Management ist mir jetzt eigentlich zu viel. Eigentlich nicht mal zu viel, es ist mir eigentlich nur zu blöd, weil ich habe da eine ganz tolle, schlagkräftige Truppe. Verstehen sich alle, kommt da ein neuer dazu, dann gibt es oft das Problem, dass dann irgendeiner von denen mit dem nicht zurechtkommt. Die stänkern sich gegenseitig an, irgendwann bin ich den Mann los, die Frau, das Kind, wie auch immer. Mach noch mal kurz hier halt, Wurst mitkaufen, sehr schön. Ja, wir unterstützen auch feindliche Dörfer. Weil die Dorfbewohner haben uns ja nichts getan, die können nichts dafür, dass jetzt Krieg zwischen unseren Reichen herrscht. Und, was? Die Leute aus meinem eigenen Dorf wollen nicht mit mir kämpfen gegen den Feind. Naja. Renzner, kein Wunder. Die wollen wirklich nur noch Frieden. Sind des Öfteren schon geplündert worden. Das kann ich dann nachvollziehen.
Yay, und wir haben wieder Geld. Also das ist jetzt wirklich nicht mehr unser Problem. Selbst wenn wir die nächste Zeit kein Geld mehr kriegen würden, wäre das nicht unser Problem. Nun gut, genug gesammelt für diese Folge. In der nächsten geht's weiter und bis dahin gute Nacht da draußen, was immer ihr sein mögt.